Als wir die Idee für unsere Serie Patchwork Gangster vorgestellt haben, gab es erstmal sehr viel hochgezogene Augenbrauen. Wir wollten eine Serie machen, die im Hip-Hop-Milieu spielt, im Gangster-Milieu. Es gibt abgetrennte Köpfe, es gibt Drogen und es gibt alle möglichen wilden Dinge. Mein Name ist Michael Barth, ich bin der Teamchef der Bewegtbildeinheit der Pop-Unit SWR3 und das Ding und auch der Zulieferredaktion vom SWR für Funk. Wir betreuen hier verschiedene Funkformate wie MyLab, Valulis oder auch Reik Anders. Und wir haben jetzt die erste größere Eigenproduktion gemacht mit der Dramedy-Webserie Patchwork Gangster. Das Besondere an der Produktion war, dass wir hier alles aus dem Haus machen konnten. Und das war wirklich eine große Herausforderung. Also wir haben 300 Minuten Content in 30 Tagen gedreht, alle Gewerke im Haus entsprechend mit eingebunden. Und das war ja eine sehr, sehr sportliche und krasse Leistung von allen Bereichen, weil auf der einen Seite wenig Zeit, auch die Vorbereitungszeit war sehr knapp bemessen und gleichzeitig wirklich Output auf höchstem Niveau. Also der Trailer sieht aus wie für einen Kinofilm und es war sehr schön zu sehen, dass im SWR sowas möglich ist, sowohl in einem komplett anderen Themensetting als das, was wir sonst haben und auch gleichzeitig in einem Look, der wirklich keinerlei Konkurrenz scheuen muss. Du bist verrückt. Das ist doch euer Spiel. Russisch Roulette. Selbst wenn man vielleicht nicht der allergrößte Hip-Hop-Fan auf dem Planeten ist oder auch gar nicht mehr zur originären Zielgruppe von Funk gehört, macht Patchwork Gangster sehr, sehr viel Spaß und es zeigt gleichzeitig, was möglich ist im SWR und welche Produktionen hier gestemmt werden können. Und ich hoffe natürlich auch, dass es auch ein Stück weit dazu beiträgt, den Weg zu eben für weitere Produktionen, die man vielleicht so dem SWR auf den ersten Blick gar nicht zugetraut hätte.